dass ihr wieder da seid. Ich habe mir überlegt, ein bisschen anderes Vlog-Format zu machen. Also 4 Tage, 4 Looks kommen heute dran. Ich wollte eigentlich 5 Tage, 5 Looks machen, aber ich habe vergessen, am Sonntag zu starten. Und sonst kommt das Video zu spät online. Deshalb gibt es jetzt erstmal 4 Tage, 4 Looks. Will ich einfach mal testen, ein bisschen auch vom Stil und Format ein bisschen was Neues. Und da würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Und jetzt geht's los. So, starten wir mit einem Outfit, das ich schon relativ oft auf Instagram und auf dem Blog gezeigt habe. Und zwar ist es dieses rote Blümchenkleid von ASOS Reclaimed Vintage. Und dazu werde ich entweder meine Athletic Chucks anziehen, die ihr hier seht, oder meine Bourjois Bohème Slipper. Und dazu auf jeden Fall Schmuck, um das Ganze noch ein bisschen aufzuwerten. Und dazu noch eine schlichte schwarze Tasche. Denn wenn jetzt was Auffälliges noch dazukommen würde, wäre ein bisschen too much. Das würde ich dann nur machen, wenn ich wirklich so ein Fashion-Statement tragen will. Also zum Beispiel zu einem Event gehe. Heute treffe ich mich aber nur mit einer Freundin, um was essen zu gehen. So, ich bin jetzt im Umami-Restaurant. Hier sind unsere Drinks. Gerade ist auch unser Essen gekommen. Es ist relativ laut hier, sorry. Sieht sehr lecker aus. So, heute haben wir Tag 2 und ich habe mich bereit gemacht für ein Fotoshooting mit einer Fotografin und wir machen ein paar Fotos für Instagram. Und ich habe mich hier für diese Vintage-Tasche von meiner Oma entschieden. Für den Secondhand-Rock, den habe ich aus so einem Secondhand-Laden in Kreuzberg. Für ein schickes Top von Kozak. Kozak Fashion, die habe ich schon mal auf meinem Blog vorgestellt. Und meine veganen Slipper von Bourjois Bohème. Die sind aus Pinatex, aus Ananasleder. Und hier habe ich einfach so einen Gürtel dran gemacht, damit der Rock ein bisschen höher sitzt und auch ein bisschen figurbetonter sitzt. Ich wollte mich kurz melden, ich habe jetzt schon wieder ein anderes Outfit angefühlt, das 10. oder so heute. Ich habe euch ja vorgewarnt, dass wir heute Outfits shooten, ein paar Fotos shooten und ich deshalb ja jetzt einen anderen Look habe. Der zählt heute aber nicht zum Tagesoutfit und wir sind jetzt am Tempelhofer Feld und machen hier noch ein paar Fotos. Das Licht ist auch gerade wunderschön, ich zeige es euch mal. Schaut euch mal den Himmel an. Schön. Und hier so auf dem Feld wollen wir jetzt Fotos machen. Und die werden hoffentlich gut. So, die Outfits alle sind im Kasten. Mein Haar ist total wild, weil ich so viel in den Haaren rumgemacht habe. Und jetzt geht's heim. Und der zweite Outfit-Tag ist vorbei und morgen geht's weiter. Willkommen zu Tag 3. Heute habe ich mich etwas gemütlicher und lockerer angezogen, weil es regnet draußen. Auf jeden Fall habe ich meinen Kaschmir-Pullover an, weil es wie gesagt ein bisschen kühler ist. Den habe ich schon relativ lang. Sowas findet ihr sehr gut secondhand. Die Tasche ist secondhand aus Barcelona. Die Hose ist auch schon sehr alt. Ich glaube so 4 Jahre oder so. Ich werde euch faire Alternativen verlinken. Und dann mal wieder meine Athletics. Ihr seht schon, ich trage die sehr, sehr gerne. Ich finde sie sehr gemütlich. Und wenn ihr euch fragt, wie ich die trage, ich habe Strümpfe an. Ich trage so No Not Visible Socks oder wie auch immer die heißen von Falke. Ich glaube, die heißen sie überhaupt gar nicht. Ich glaube, die heißen ganz anders. Auf jeden Fall sind die ganz schmal, ganz fein und rutschen auch nicht hinten weg, was sonst viele Socken immer tun. Und man sieht sie in Turnschuhen nicht und sieht aus, als würde man keine Socken tragen. Und trotzdem ist es gemütlich und man schwitzt die Schuhe nicht ganz so doll ein. Und ja, ein bisschen Schmuck, damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, finde ich auch noch wichtig bei diesem Look. Und ihr könnt die Hose einfach so tragen, ein bisschen Hochwasserhosen-Style. Oder ihr könnt sie hochkrempeln, dafür faltet ihr einmal die Hose unten rüber und krempelt es dann hoch. Dann hält das nämlich ein bisschen besser und sieht auch ein bisschen besser aus und nicht so komisch hochgekrempelt. Und ich muss jetzt los zu einem Meeting mit Giotti Fairworks. Ich plane nämlich ein paar Lookbooks für den Herbst und da schaue ich mir der neuen Kollektion an und ich freue mich auch schon. Und ja, ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Es regnet, wie ich schon erwähnt habe und ich filme gerade mit meinem Handy, weil ich meine Kamera vergessen habe. Und es ist nass. Es ist doch erst September. So noch gar nicht richtig Herbst, oder? Hallo und willkommen zu Tag 4, der letzte Tag in dieser Reihe von meinen 4 Tage, 4 Outfits.
Und heute habe ich ein Shirt an, das ist eher ungewöhnlich für mich, von Mirka Studios. Das ist aus recyceltem Polyester. Und ich lasse das heute mal den ganzen Tag an und schau mal, wie das so ist, ob das atmungsaktiv genug ist. Eine Hose von Dr. Denim, die trage ich jetzt schon ewig, die habe ich schon ewig, deshalb habe ich da noch keinen Fair Fashion Ersatz, obwohl die jetzt mittlerweile ziemlich viel mit Bio-Baumwolle herstellen. Dann hier meine Tasche, die habt ihr schon mal in einem Video gesehen, aus Kork, werde ich euch unten auch verlinken, von Ulsto. Und ich werde wahrscheinlich wieder meine Chucks anziehen, meine Athletics, also meine Fair Fashion Alternative zu Chucks. Denn ja, ich weiß immer nicht, was ich an Schuhwerk anziehen soll. Und Chucks gehen immer, oder? Hier seht ihr nochmal das Shirt ein bisschen detaillierter. Und ich habe meine Kette wieder gefunden. Wuhu! In einem anderen Vlog habe ich erzählt, dass ich sie verloren habe. Aber die war natürlich in dieser Tasche und ich habe sie dann wieder gefunden. Mein Make-up-Look ist ganz simpel. Ich muss eigentlich jetzt los. Also jetzt sofort. Ich treffe mich nämlich mit Reward Style. Ich habe ein Meeting im Soho House. Und ja, da muss ich jetzt wirklich los. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Aber das ist nicht meine Schuld. Mein Mitbewohner hat lange im Bad gebraucht. Ich wollte mich mal kurz nach meinem Meeting melden. Es war so windig draußen, dass ich draußen nicht hätte filmen können. Also ihr hättet mich null verstanden. Und die Bluse hat sich bis jetzt sehr gut geschlagen. Also ich bin nicht extrem am Schwitzen, obwohl ich jetzt viel unterwegs war und es ja eigentlich Polyester ist. Das ist recyceltes Polyester. Ich glaube einfach vom Schnitt her ist das gut, weil es irgendwie sehr luftig und offen geschnitten ist. Und ich probiere derzeit auch das I+M-Deo aus. Das irgendwie, ich habe es hier neben mir, ich zeige es euch mal. Das ist das, was irgendwie derzeit alle Beauty-Blogger so hoch loben. Ich probiere es heute jetzt das erste Mal aus. Wenn es mir gefällt, kommt es ja in die nächsten Favoriten. Werde ich berichten. Aber von den Inhaltsstoffen ist es sehr ähnlich zu dem, was ich mir immer selber mache. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Das Rezept dazu verlinke ich unten auch nochmal. Dann hoffe ich, hat euch dieser Vlog mit meiner 4-Tage-4-Outfit-Reihe gefallen. Ich wollte mal ein bisschen was anderes ausprobieren, auch so ein bisschen vom Format und Stil her. Lasst mich also wissen, ob es euch gefallen hat. Und ja, dann freue ich mich über Daumen hoch, neue Abonnenten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!